Moin Moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Format bei mir auf dem Channel. Und diesmal geht es um meinen Wochenrückblick. Was hat es damit auf sich? In diesem Video möchte ich euch einfach so kurz zusammenfassen, was mich die Woche über beschäftigt hat. Es hat nicht unbedingt immer mit Free-to-Play-Games zu tun. Es kann etwas rund um normale Games sein, Technik, wofür ich mich sehr begeistere, um Kinofilme oder Serien, also alles, was ich irgendwie auf YouTube verfolge. Also es dreht sich schon um Sachen, die ich hauptsächlich aus YouTube raus habe. Dazu findet ihr natürlich hinter mir ein bisschen was zu dem, was ich erzähle, ein bisschen Videos. Und ich würde mal sagen, schauen wir uns die erste Folge an, wie sich das entwickelt. Ich habe eigentlich wie gewohnt 5 Meldungen für euch dabei und bin sehr gespannt, ob es euch gefällt. Daher freue ich mich natürlich auf eure Kommentare hinterher, ob ihr sowas gerne seht oder nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das jede Woche machen werde, alle 2 Wochen, je nachdem, was für Input ich selber habe oder wenn ich sage, okay, die Woche ist nichts passiert, mache ich vielleicht auch nicht. Aber vielleicht wird daraus auch noch eine eigenständige Serie. Also, wie gewohnt, lasst uns erstmal anfangen und schauen, was ich für euch heute mal dabei habe. Das erste Video, was mich diese Woche wirklich beschäftigt hat, war eins von Team 4Star. Also für diejenigen von euch, die nicht wissen, ich bin ein riesen Dragon Ball Fan. Ich bin mit Dragon Ball groß geworden, ist übrigens in dem Jahr auch angefangen, Dragon Ball, in dem ich geboren wurde, also auch schon ziemlich alt. Ich habe Dragon Ball normal, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT sogar noch verfolgt, obwohl GT für bei richtigen Fans nicht unbedingt zum Dragon Ball Universum gehört. Hab mir natürlich schon den neuesten Dragon Ball Film, Super Saiyan God oder Clash of the Gods, glaube ich, heißt das schon, angeschaut. Auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Und daher finde ich Team 4Star ein YouTube-Channel. Falls ihr es noch nicht kennen solltet, findet ihr natürlich den Link zu denen in der Videobeschreibung, wie auch zu allen anderen Meldungen. Also die Jungs finde ich richtig geil, denn die haben die Dragon Ball Serie genommen und machen daraus richtig aufwendig neue Folgen, indem sie sich selbst nicht zu ernst nehmen. Also das Ganze ist mehr auf Comedy aufgebaut, ist zwar auf Englisch, aber super genial. Und diese Woche kam halt eine Folge, muss ich kurz schauen, 42 mittlerweile raus. Die Jungs machen das, glaube ich, schon seit 2009. Die lassen sich richtig Zeit mit jeder Folge. Aber dafür merkt man auch, was für eine Liebe zum Detail in den Folgen dahinter steckt. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich kann es euch nur an Herz legen, wenn ihr ein bisschen auf Anime steht, wenn ihr Dragon Ball kennt und wenn ihr mal richtig schön einen ablachen wollt, schaut euch die Videos von den Jungs an. Und falls ihr es noch nicht kennt, dann finde ich, seid ihr richtig, richtig glücklich, denn dann könnt ihr euch von Folge 1 bis Folge 42 das Ganze angucken und werdet eine Menge Spaß dabei haben. Also, astreines Ding, Folge 42 ist jetzt live, schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht kennt und falls ihr Dragon Balls Fans seid, ihr werdet es nicht bereuen. Das zweite Video, was mich diese Woche wirklich beschäftigt und gefreut hat, war ein Video von IGN, kam aber auch bei Mashima raus und bei anderen. Es geht um eine neue TV-Serie, die in Amerika jetzt im Herbst startet. Ich weiß nicht, ob ihr Arrow kennt. Arrow läuft aktuell auf Fox in Deutschland, die erste Staffel ist schon vorbei, die wiederholen sich schon wieder, das hasse ich in Deutschland an Serien. Und Arrow, muss ich sagen, am Anfang habe ich mir das angeguckt, ich fand, oh, ist ganz interessant und ich habe die ganze Zeit überlegt, der Typ, der erinnert mich irgendwie an einen Superhelden. Ich war mir nicht sicher, in welchem, aber ich dachte mir so, Green Arrow, ne, von DC, dass sie das machen können, ohne irgendwie verklagt zu werden. Bis ich dann gemerkt habe, das ist der Green Arrow von DC und das ist eine offizielle DC-Serie. Da habe ich es natürlich noch lieber geschaut. Man muss sagen, die Serie ist mittelmäßig. Ich finde sie nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Das ist etwas, wo ich einfach mal, wenn es läuft und ich bin gerade zu Hause und habe die Zeit, gucke ich es mir gerne an. Auf jeden Fall wurde jetzt ein Spin-Off von dieser Serie angekündigt mit The Flash. Ich wollte gerade den Namen von ihm, Barry, aber ich weiß, Alan, glaube ich, heißt er mit Nachnamen, weiß ich gerade nicht. Aber ihr solltet wissen, ich bin ja ein super großer Superhelden-Fan. Wer meine Reviews und meine Videos so kennt, auch vom Free-to-Play-Bereich, weiß, ich kaufe so ziemlich jedes, also im Free-to-Play-Bereich spiele ich so ziemlich jedes Free-to-Play-Heldenspiel. Ich kaufe mir auch ganz viele wie The Amazing Spider-Man und Injustice. Und ich muss sagen, der Trailer, der jetzt rauskam, ein 5-Minuten-Trailer zu der neuen Serie, zu The Flash, als Spin-Off von The Arrow, das ist ein Charakter, der erst in The Arrow, reingebracht wurde in die Story und die sind ganz eng verknüpft, auch in den originalen DC-Comics, DC, also Green Arrow und The Flash verstehen sich dort sehr gut und sind auch gute Freunde und ich finde das schon ziemlich genial. Der Trailer für die neue Serie The Flash sieht sehr interessant aus. Die haben versucht, das Ganze ein bisschen moderner zu machen, das Ganze in die neue Welt, in die aktuelle Welt reinzubringen. Und ich muss sagen, gefällt mir, bin ich sehr gespannt. Wenn es das verspricht, was das der Trailer für mich schon darstellt, dann könnte das eine Serie sein, wo ich sie weit über The Arrow hinsetzen würde. Denn The Arrow finde ich, wie ich gesagt habe, finde ich okay. Ich finde den Charakter, der Oliver Queen spielt, der macht das schon okay, aber mir fehlt da ein bisschen was, dieses Heldenhaftige. Obwohl die Besonderheit an Green Arrow ja ist, dass er kein Superheld ist, das ist ein ganz normaler Mensch. Bei The Flash
haben die das Ganze jetzt ein bisschen anders hergeholt. Ich packe euch den Link zum ganzen Trailer natürlich in die Videobeschreibung. Wenn ihr auf sowas steht, Superhelden, dann solltet ihr mal diese Serie im Hinterkopf halten, denn ich denke mal, nachdem es im Herbst in Amerika gestartet ist, wird es wahrscheinlich Frühjahr 2014 bei uns rauskommen. Aber ich bin ja so ein Typ wie auch bereits mit Suits, eine Serie, die ich unglaublich geil finde. Sobald ich alle Folgen irgendwo herbekommen kann, auf Englisch, ist mir scheißegal, dann ziehe ich mir die komplette Staffel hintereinander rein. Also, guckt euch den Trailer mal an, lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr von solchen Serien haltet, denn was Filme angeht, da komme ich wahrscheinlich irgendwann später mal dazu, weil da gucke ich mir auch jeden Film im Kino an, aber das ist natürlich eine ganz andere Sache. Das dritte Video oder die dritte Meldung, die mich diese Woche auch sehr gefreut hat, war mal wieder von den Jungs von Screw Attack. Screw Attack ist eine Gaming-Seite aus Amerika, die alles möglich macht, viele Shows haben und schon sehr früh mit sehr vielen Videos angefangen haben. Das heißt, sie sind erst seit kurzem wirklich auf YouTube vertreten. Früher habe ich mir die Videos bei denen auf der Seite direkt angeschaut. Die haben da wirklich ein paar richtig geile Sachen bei. Und einer meiner Top-Sendungen, die die sehr unregelmäßig bringen, dafür aber in einer Top-Qualität, ist Death Battle. Death Battle ist einfach eine Sache, die nehmen zwei verschiedene Charaktere aus unterschiedlichen Sachen. Ich sag mal, der bekannteste Death Battle von denen dürfte Superman vs. Son Goku sein. Und die gehen das Ganze aber sowas von detailgenau an. Also die nehmen den einen Charakter, erklären den, was kann er, wo kommt er her, nehmen den anderen Charakter und erklären die ganze Story dahinter, was der kann, vergleichen das Ganze auf irgendwie mathematische Basis, lassen das Ganze dann auch noch animiert, lassen die gegeneinander in einer richtig geilen Fight kämpfen und erklären im Nachhinein, warum derjenige gewonnen hat, der gewonnen hat. Und diese Sendung, die dieses Mal rauskommt, oder diese Folge, war eine schöne Cyborg-Folge, nämlich Fulgor von Killer Instinct gegen Sektor von Mortal Kombat. Geile Folge, hat mir sehr gut gefallen. Den Ausgang werde ich hier natürlich nicht verraten. Solltet ihr euch anschauen. Und wenn ihr schon dabei seid, guckt euch auch ruhig mal die anderen Death Battles an. Da sind schon ein paar ziemlich geniale Sachen bei. Bei dem vierten Video, beziehungsweise der vierten Meldung, die mich diese Woche beschäftigt hat, sind wir irgendwo doch wieder im Gaming-Bereich, nämlich bei Titanfall. Neuer DLC ist raus und ich bin einer derjenigen, der Titanfall nicht vorbestellt hat und irgendwie doch, ich habe es einen Tag vor Release dann letztendlich doch gekauft, habe es doch relativ häufig gespielt. Es macht mir irgendwie Spaß, aber es ist schon lange nicht mehr auf meiner Platte. Ich habe diesen DLC nicht gekauft und ich konnte mich jetzt wieder, die haben versucht ein bisschen das Ganze zu hypen, aber die haben mich nicht bekommen. Ich habe von vielen anderen YouTubern und Kollegen mitbekommen, wie zum Beispiel der Chimpanzee Gamer, dass sie das gekauft haben. Werde mir jetzt anschauen, was sie so zu erzählen haben, aber der erste Eindruck ist, es ist ganz nett. Und das ist das ganze Spiel, Titanfall, es ist ganz nett. Aber es ist nicht so nett, dass ich es oft spiele und schon gar nicht so nett, dass ich mir einen Season Pass kaufe oder die ganzen DLCs nach und nach. Vielleicht überlege ich es, wenn mehrere DLCs dann irgendwie im Package sind. Aktuell muss ich aber sagen, haben mich die Trailer nicht umgehauen, die sieht ja auch ein bisschen im Hintergrund, haben mich auch die Meldungen dazu nicht umgehauen, auch das, was die YouTuber davon erzählen, es ist einfach irgendwie ein Spiel, was den Erwartungen, die sie durch diese ganzen Marketingmaßnahmen, durch den Hype irgendwie gesetzt haben, die konnten sie leider nicht erfüllen, finde ich sehr schade. An sich ist es kein schlechtes Spiel, aber es kann mich auf lange Sicht einfach nicht fesseln. Ich würde gerne wissen, wie es bei euch ist. Spielt ihr noch Titanfall? Habt ihr es überhaupt gekauft? Und wenn ihr es gekauft habt, habt ihr auch den DLC gekauft und seid ihr mit diesem Kauf zufrieden? Habt ihr vielleicht von vornherein diesen Season Pass gekauft, der am Anfang gesagt wurde, es gibt keinen Season Pass, auf einmal gab es doch einen Season Pass. Keiner wusste, wofür der Season Pass wirklich da ist. Das war auch so ein Ding, was ich nicht verstanden habe. Ich jedenfalls habe mich dagegen entschieden, vorerst das Ganze zu kaufen und bin sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt und ob ihr den DLC habt und ob ihr mit dem Kauf auch zufrieden seid. Das letzte Video, was mich diese Woche beschäftigt hat, oder die vergangene Woche besser gesagt, war ein Video vom guten Let's Fail 1. Der sollte vielen von euch irgendwie im Begriff sein. Der hat nämlich ziemlich geniale Videos rund um YouTube und ich sag mal die Machenschaften hinter YouTube gemacht. Er hat vieles erklärt, wurde auch von großen YouTubern oder große YouTuber wurden auf ihn aufmerksam, auf seine Videos. Denn er gibt sich viel Mühe zum Detail, er recherchiert richtig gut, er kann das Ganze auch richtig gut rüberbringen in seiner Schnittform, also wie er das Video aufgebaut hat, wie er das Ganze kommentiert und erzählt. Echt astreines Ding, muss ich sagen. Zwei Daumen hoch, deine Arbeit. Also auch die ganzen Abonnenten, die du durch die Awareness, durch die ganzen großen YouTuber bekommen hast, hast du dir verdient und du machst weiterhin auf dem Level weiter. Und auch mit dem letzten Video, YouTube Money, was irgendwie aktuell wieder in aller Munde ist, muss ich euch sagen, war ein sehr geiles Video. Solltet ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert und auch wenn nicht, es ist sehr unterhaltsam. Er geht das Ganze in meinen Augen wirklich gut an, auch wenn viele Punkte natürlich
ja, ich sag mal, anfechtbar vielleicht sind, aber grundsätzlich hatte er mit allen Aussagen recht und er claimt nicht, sondern erklärt das Ganze ganz grundsätzlich und ich finde, in seinen Videos geht es auch immer darum, nicht nur sind die YouTuber böse, sondern manchmal auch, was können die Zuschauer ändern oder warum hat sich so vieles entwickelt, wie es sich entwickelt hat, weil letztendlich hat es doch mit uns, mit den Zuschauern, mit den Usern von YouTube zu tun, denn jeder YouTuber möchte ja nur eins, gesehen werden, unterhaltsame Videos machen und vielleicht, wenn möglich, dadurch auch ein bisschen Geld verdienen, um weiterhin diesen für euch kostenlosen Content liefern zu können. Also das Video von Let's Fail 1 kann ich euch nur ans Herz legen, war sehr geil und ich freue mich schon auf sein nächstes Video und Channel, den ich euch auf jeden Fall empfehlen würde zu abonnieren. So Leute, das soll es gewesen sein mit meinem kleinen YouTube-Wochenrückblick für diese Woche. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt, ob es euch gefällt, ob ihr sowas überhaupt sehen wollt, ob es euch interessiert. Ich denke mal, das werde ich immer so zwischendurch machen. 5 Videos, nämlich die Woche über irgendwie, ja, beschäftigt haben oder 5 Meldungen. Es gibt natürlich viel mehr Meldungen, viel mehr Videos, viel mehr YouTuber, die ich verfolge. Aber ich versuche immer so bestimmte Sachen rauszupicken, um euch vielleicht einfach ein bisschen was Neues zu zeigen, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Und damit ihr auch seht, was mich interessiert. Denn ich sehe viel mehr als nur Games. Auch wenn ich hauptsächlich auf YouTube wegen Games unterwegs bin und was ich dazu natürlich auch noch sagen muss, ich sehe viel mehr und schaue mir auch gerne andere YouTuber an, denn dadurch kann man Anregungen bekommen, dadurch kann man viele Sachen machen. Wenn ihr auf sowas steht wie Wochenrückblicke, dann kann ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Schaut mal bei dem Durchgespielt vorbei. Seinen Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung, wie sämtliche andere Links auch. Denn der macht immer sein Webkommentar. Hat er von Chrissy LP übernommen, durfte er auch. Webkommentar 2.0 heißt das und dort bringt er seine Meldungen der Woche auch in einem relativ coolen, TG-Humor rüber. Könnt ihr euch auf jeden Fall und solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ich mache es immer wieder gerne und ja, das soll es von mir gewesen sein. Also, ich freue mich auf eure Kommentare und Meinungen zu diesem Format und sage schon mal, wir sehen uns in meinem nächsten Video und bis dahin, ciao. Ich bin da mal raus.